Hallo Leute, hier ist der Jake. Heute mal was anderes. Ich habe hier so ein kleines Paket, Päckchen. Ich habe nämlich mal in einem Internet-Auktionshaus ein Messer ersteigert. Das ist ja immer so ein kleines Roulette-Spiel. Jedenfalls zu sehen waren drei Fotos, Gesamtansicht mit der Scheide vom Messer, dann ein Klingenfoto und dann nochmal ein Foto von einem Fehler an der Scheide. Ja, angekündigt war ein Messer in sehr gutem Zustand mit ganz geringen Gebrauchsspuren. Die Lederscheide sollte zwei Fehler haben und ansonsten aber ohne Gebrauchsspuren sein. Also da sind die Initialen vom alten Besitzer wohl aufgeschrieben irgendwo im Bereich und dann eine Schlaufe soll lose sein. So, und das ist eben das gute Päckchen, wie es eben von der Post eingeworfen wurde. Das schaue ich mir jetzt mal an. Gucken wir mal, ob das schon möglich ist. Da. Irgendwie reinzukommen. Ja. So. Und da haben wir das gute Stück. Ja, das ist auch das beschriebene Messer, das ist schon mal gut, also kann auch schon mal was passieren, gerade bei so einem Päckchen. Ist ja, glaube ich, nicht versichert, keine Ahnung. Es ist so eingeworfen worden, also ich brauchte keine Unterschrift zu leisten. Dann schauen wir mal. Scheide, sieht gut aus, also wirklich unbenutzt und dann ist eben dieser beschriebene Fehler. Die Schlaufe ist lose, da ist wohl die Naht irgendwann mal aufgeplatzt und dann ist der Faden rausgekommen. Muss ich mal gucken, wie ich das wieder repariert bekomme, aber das ist nicht das Entscheidende. Wichtiger ist das Messer. Hier sieht man den Micarta-Griff und Teile vom Erl. Und dann nehme ich es mal raus. Dann erkenne ich, ja, leichte Gebrauchsspuren sind auf jeden Fall da. Aber es entspricht auch in etwa den Fotos. Ein klein wenig Spuren auf jeden Fall. Aber nichts Gravierendes. Ein paar Sachen kann ich bestimmt noch wegpolieren. So, da können wir mal gucken. Ist also ein Handmade bei Anton Wingen Junior Solingen, Germany Integralhunter. Mit diesem Othello, Mohrenkopf, Solingen und dann die Nummer 14311. Gut. Dann noch wichtig, und das war auch ein Grund, warum ich dieses Messer ersteigert habe. Es ist nämlich ein DF für Dietmar Fritz Kressler Design. Also von dem berühmten Messermacher Dietmar Kressler designtes Messer in seiner typischen Art als Integralhunter. Es hat auf jeden Fall eine schöne gerade Klinge. Die Spitze ist okay. Und den Rest kann man vielleicht noch wegpolieren, diese kleinen Kratzerchen, Scratches. Hier sieht man dieses Integrale, dieses Halbintegrale am Schluss.
ist hier nicht nochmal eine Verbreiterung. Hier eine Öse. Ja, sehr schönes Messer. Ein richtiges Kresslermesser ist natürlich bedeutend teurer. Da hätte ich das nicht für ersteigern können. Für den Preis, den ich gegeben habe. Mal so zum Größenvergleich ist er so ähnlich groß wie der Puma Nika. Aber eben ein ganz anderes Design. Dieses Messer ist wohl von der Firma Anton Wingen in Solingen in den 90er Jahren gemacht worden. Das war eines der letzten Messer, die diese Firma hergestellt hat. Denn danach sind die leider insolvent gegangen. Einer der besten Solinger Firmen. Sehr, sehr schade. Ja, das war's. Das war die kurze Vorstellung von meinem neuen, alten Kressler Design Wingenmesser. Das Integral Hunter. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.